Ja, das ganze Zelt ist auf Luftbasis von Dometic. Ja, wir sind in der Schweiz auf dem Swiss Caravan Salon. Hier ist Philipp. Grüß dich, Philipp. Hallo. Ja, das kann man, ich sag mal, relativ schnell aufbauen. Was heißt denn relativ? Genau, also relativ heißt, dass wenn ich das, der das schon ein paar Mal gemacht habe, innerhalb von 15 Minuten dir so ein Zelt hinstellen kann. Ja, es besteht aus mehreren Teilen. Das Ganze ist mit Luft gefüllt, so viel kann man schon mal sagen, aber es hat hier unten hat's immer noch Stangen. Genau, und das ist nur, weil wir hier keine Heringe in den Boden einschlagen können. Deshalb haben wir hier dieses Gestänge. Das fällt natürlich beim normalen Gebrauch wieder weg. So, das heißt, innen drin gibt es gar kein Gestänge, richtig? Nein, das ist richtig, kein Gestänge. Es ist sturmsicher. Das heißt also, wenn jetzt der Sturm von der Seite kommt, es gibt ein bisschen nach, oder? Das gibt nach und das kommt dann auch wieder in die Form zurück. Form zurück, das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man so... Ja, zeig mal bitte. Also wenn hier die Höhe kommt, dann kommt das wieder zurück. Ich glaube, das ist ein Riesenvorteil, oder? Genau. Es federt und nimmt auch die Last ab dann von der Böe? Richtig, ja. Ja. Was sind die Hauptvorteile? Sie sind ja nicht ganz günstig, muss man sagen. Das ist jetzt die größte Version, die es gibt? Nein, es gibt da noch größere Versionen. Wir haben Zelte bis 5 Meter, Tiefe hier 3 Meter. Gibt auch verschiedene Ausführungen, je nachdem, wie lange das Zelt steht, ob das 3 Monate am gleichen Platz ist oder vielleicht einfach nur 1-2 Wochen. Das macht hier den Unterschied auch beim Preis. So, ganz wichtig ist natürlich, die Luft geht nicht von alleine raus. Ja, wie das so, ich sag mal, VW-Bus, die Hydraulik, die langsam runtergeht nach 2 Tagen vom Hubdach. Nee, das ist hier nicht der Fall, oder? Nein, also wir haben hier Zelte im Showroom, die sind ein Jahr stehen, die ohne dass man hier Luft nachpumpen muss. So, der Vorteil von Luft ist leicht, oder? Nicht unbedingt. Also bestimmt leichter als ein Gestänge aus Stahl. Aber der Hauptvorteil hier ist, es ist schnell aufgebaut. Das ist der Vorteil, oder? Genau, also wenn du früher ein Gestängezelt 3-4 Stunden aufgebaut hast, hast du ja jetzt sowas vielleicht 20 Minuten, eine halbe Stunde. So, wir können mal ganz kurz mal reinschauen, denn innen drin das Raumgefühl, das ist nochmal was ganz anderes. Du hast also hier richtig das Gefühl, du bist in einer guten Stube. Man kann die Seiten öffnen? Genau, kann man öffnen. Man hat links und rechts auch Moskitonetze. Bei der Türe, man kann alle Elemente entfernen, öffnen, zum Lüften. Und man sieht auch die ganze Konstruktion hier, also das ist sehr stabil und hat sich auch jetzt über die Jahre bewährt. Das Zelt ist riesig, also jetzt mal ganz ehrlich. Und das gibt es noch größer? Das gibt es noch einen Meter breiter. Krass, einen Meter? Genau, und vor allem kannst du auch noch Anbauten. Ja. Hier auf der Seite siehst du. Anbauten auch noch? So, das heißt, du kannst hier dran nochmal ein Zelt dran bauen. Wenn dir die 5 Meter nicht reichen, kannst du nochmal 2 Meter auf jeder Seite hinzugeben und hast dann halt einfach fast 9 Meter Zelt. So, jetzt meine Frage, hier vorne ist jetzt so eine Konstruktion dran für die Messe, die braucht man nicht zwingend, oder wie? Nein, die braucht man nicht. So, warum ist sie hier drin? Weil wir hier erstens kein Fahrzeug haben und wie gesagt, zweitens haben wir keine Möglichkeit, um die Heringe hier in den Betonboden zu hauen. So, du sagst, wir haben kein Fahrzeug. Das Fahrzeug stände normalerweise wo? Das Fahrzeug stände normalerweise hier. Okay, das sehe ich jetzt. Ah, das ist der Grund, warum ihr das jetzt dran gemacht habt. Das genau. Heißt, das ersetzt das Fahrzeug, was die Stabilität nochmal bringt auf der Seite, oder? Genau, du musst das an einem Fahrzeug befestigen. Wenn du wegfahren willst oder das Zelt freistehen sollte, dann haben wir andere Modelle, die dann hinten noch zusätzlich Luftschläuche haben. Das hat mich ziemlich fasziniert, weil es so groß ist. Jetzt ist es so, ihr habt unglaublich viele verschiedene Zelte. Ist das nicht so ein bisschen schwer für die Kunden? Man muss schon in den Showroom reingehen, sollte sich auch mal reinsetzen von der Größe, oder? Das ist so. Also wir haben viele Kunden, das haben wir auch sehr viele Besucher hier bei unserem Stand, weil die das einfach live sehen möchten und schauen, wie das Raumgefühl ist und wie das aussieht. So, das ist All Season, bedeutet, ich kann das auch fest auf dem Platz stehen lassen das ganze Jahr, aber? Das kannst du grundsätzlich. Bei einem ganzen Jahrescamping ist aber die Frage, brauchst du wirklich das schnelle Aufbauen, wenn du das nur einmal im Jahr machst? Oder sagen wir so, einmal machst und dann steht das 15 Jahre, da kommt natürlich auch das Gestängezelt wieder in Frage und ist bestimmt auch eine gute Wahl. So, da vorne ist das Club Air All Season 390. Ich habe es abgelesen, ja, es steht drauf. Ihr habt es den Leuten einfach gemacht. Das ist ein bisschen kleiner. Das bisschen kleiner gibt es auch in 330 breit mit der gleichen Tiefe
Und das kleinste Zelt, was wir hier haben, ist 2 Meter auf 1,80. Und das steht wo? Das steht da vorne hinten in der Ecke. Das ist für Wintercamping. Jetzt gehen wir hier rechts vorbei. Ja. Ich lasse mich mal führen hier von dir. So, du zeigst mal drauf, wo es ist. Da vorne. Das da. Och, das ist ja süß. Das Winter Air. Hier im Winter sitzt du nicht wie im Sommer draußen. Das Leben spielt dann wirklich mehr im Wohnwagen, findet das Leben statt und nicht draußen. Wir haben hier ein steileres Dach auch, Schnee. Damit der Schnee da hier runterrutschen kann. Das ist interessant, da ist noch hier noch ein Innenstoff mit drin. Was hat der für eine Funktion? Genau, das ist ein Innenhimmel. Der nimmt quasi die Luftfeuchtigkeit auf. Ja. Damit es weniger Kondenswasser gibt und fördert natürlich auch ein besseres Raumklima. Oh, das hat jetzt Stangen mit drin? Das hat jetzt Stangen mit drin, die sind zur Unterstützung, wenn es mal mehr Schneelasten gibt. Ah, okay, das heißt, es kann ja richtig schneien. Viele Leute unterschätzen die Schneelast, muss man sagen. Das ist so. Also bereits nasser Schnee, 10 cm ist schon sehr schwer, wenn du denkst auf so eine Fläche. Ich habe es mal geschafft, dass ein Zelt, was ich habe stehen lassen und dann hat es geschneit, ganze Zelt trotz Stahlstangen zusammengebrochen. Also das geht ruckzuck, wenn man da nicht aufpasst, oder? Das ist so, ja. Ja, und das ist steil. Ja, jetzt hat es hier Gardinen. Die sind dabei, die Gardinen? Die sind dabei, ja. Ja, süß. Ja, das heißt, ihr habt euch viele Gedanken gemacht, oder? Genau. Ist aber auch schon länger Campa Dometic. Campa ist ein englisches Unternehmen. Wurde dann vor 3 von Dometic aufgekauft und sie waren eigentlich wirklich die Ersten, die so hier so im Leichtzeltbau das Ganze begonnen haben. So, wenn du mir mal einen Teil mal zeigst, wo da Luft reinkommt und wie das Ganze ungefähr funktioniert. Das heißt, es gibt ja wahrscheinlich so Inlets, die man dann aufbläst. Das ist nicht elektrisch, ist eine Pumpe, oder? Eine Fußpumpe? Das ist eine Handpumpe, die ist immer dabei. Du hast aber auch die Möglichkeit, hier eine elektrische Pumpe 12 Volt anzuschließen. Hier geht die Luft raus, hier oben kommt die Luft rein. Stark. An einem Ort wird aufgepumpt. Ach so, für alles? Ja, für alles, das ist alles verbunden. An 3 Orten kannst du die Luft ablassen, damit das einfach auch schneller geht und sich nicht irgendwo Luft noch sammelt. So, das ist auch ein schönes Zelt, das ist Rallye Air Pro 330 DA. Das ist was für ein Zelt, ist das? DA steht für Drive Away, das heißt, es ist ein freistehendes Zelt. Du hast hier diese Konstruktion nicht. Stangen? Brauchen wir Stangen? Nein, braucht man auch nicht. Keine Stangen? Nein. Du hast hier 5 zusätzliche Luftschläuche, damit das Zelt frei steht. Ist vor allem für Kastenwagen, also auf Ducato-Basis zum Beispiel, wenn du wegfährst. Sehr wichtig. Ja. Damit hier, da kannst du kein Zelt direkt ans Fahrzeug machen, weil sonst bringst du die Türe nicht mehr auf. Stimmt. Das ist für die Leute. Genial. Und hier wäre dann die Tür, wenn du die mal gerade aufmachst. Also ich komme dann nach Hause, mach die Tür auf, das geht ruckzuck. Und habe dann mein Vorzelt mit dabei und kann es abschließen, wenn ich fahre. Also viele Leute sind ja da auch mal in der Stadt unterwegs, gehen mal einkaufen. Genau. Vor allem die mit dem Kastenwagen, die kein Zugfahrzeug haben wie beim Wohnwagen und flexibel bleiben wollen. Ja, wir sind in der Schweiz. Das kommt gut an mit den Luftzelten? Das kommt sehr gut an, ja. Aber trotzdem, ihr habt ja noch normale Zelte mit Stangen, habt ihr auch? Haben wir auch. Und wie gesagt, bei gewissen Einsatzgebieten macht es durchaus noch Sinn. Vor allem Ganzjahrescamping oder Saisoncamping, wo halt die Aufbauzeit nicht so eine Rolle spielt. Ja, mal so eine richtig blöde Frage. Hier oben ist jetzt so eine LED-Tube, die drin ist. Ist die jetzt nur für die Messe oder kann man die auch kaufen bei euch? Kann man auch kaufen. Da haben wir ein Starter-Set und eine Erweiterung, 12 Volt oder 230. Passt perfekt und ist bei jedem Zelt die Vorbereitung. Die ist fix oder dimmbar? Kann man die? Die ist dimmbar, das ist jetzt 100%. Wir haben die Dimmer jetzt hier auf der Messe nicht angebaut, aber kann man zwischen 20 und 100% dimmen. Die Lichtfarbe kann man einschalten? Nein. Es gibt 2 Lichtfarben? Nein. Nein. Es gibt nur diese 8000 Kelvin. Genau, das ist so. Sehr schön. Wenn das auf 100% ist, ist das Aquarium hier. Aber bei 20 oder 40% sieht das wirklich sehr schön aus. Sehr schön, das wollte ich fragen, weil es ist schon sehr hell, oder? Ja, das ist jetzt. Aber das ist genial, wenn es hell ist. Das heißt, man sieht endlich mal was, das oder? Das ist so. Und wir haben auch früher hatten wir ganz andere Lampen jetzt hier. Mit den Originalen, da fahren wir einfach am besten. So, es gibt die Zelte ja auch beim Händler, muss man sagen. Kann man die auch direkt bei euch kaufen bei Dometic? Nein, das kann man nicht. Man kann die beim Händler kaufen. Jeder Caravan, Reisemobil,
Händler in der Schweiz kennt die Zelte oder sollte die kennen und kann die dem Kunden auch besorgen. Habt ihr schon mal so einen Schlauch, wo so ein Kind mal eine Schere reingesteckt hat oder so? Nein, nicht. Auch keine Hunde, die da reingebissen haben. Die Schläuche an sich lassen sich auch wechseln. Ja. Also mal, wenn man einen Schlauch... Ah, die sind sehr robust, oder? ...defekt ist. Das ist ein Textilgewebe, das schützt. Also ja. Da ist Hitze auch kein Problem. Jeder Schlauch hat hier... Ist ja easy. ...eine Nummer eingenäht. Wo man jetzt gerade da nicht sieht, dass wenn man später also man kann die nachbestellen müsste, das sieht. Das ist jetzt ein bisschen schlecht, weil da noch die Abdeckung drauf ist. Nein, das ist nicht das Problem. Da ist aber jetzt in keiner Switch mit drin. Was hat der für eine Funktion? Da hast du hier die Möglichkeit, die Luftkammern einzeln zu sperren. Okay. Grundsätzlich lässt man das offen, dass die Luft zirkulieren kann. Wenn man jetzt merkt, das Zelt verliert Luft, so nach einer Stunde ist es einfach ein bisschen, hat weniger Druck. Ach, damit man den Fehler findet. Kann man das zumachen und dann siehst du am Schluss auch, wo das ist. Und im alleräußersten Notfall bricht dir das ganze Zelt auch nicht zusammen, sondern das bleibt dann stehen und du kannst den Luftschlauch reparieren oder auswechseln. Ja, ganz, ganz tolle Ausstellung. Ihr habt ungefähr wie lange gebraucht, die aufzubauen? Eineinhalb Tage. Anderthalb Tage. Ja. Das heißt, also ihr seid ja Profis, könnt das Ganze aufbauen. Die Leute sind am Anfang leicht überfordert oder ist die Anleitung gut? Nee, die Anleitung ist gut und das versteht auch jeder. Das wollte ich hören. Anders als beim Zelt, das halt mit Gestänge ist. Das ist viel aufwendiger, oder? Aufwendiger ist, ja. Ja, die bleiben aber meistens dann länger stehen, oder? Die bleiben meistens länger stehen und du kriegst hier natürlich eine sehr gute Qualität auch bei fast gleichem Preis. Sehr schön. Also das ist wahlweise, bleibt es länger stehen, mache ich also, ich sage jetzt mal ein Vorzelt rein, weil zum Beispiel der Wohnwagen feststeht irgendwo, dann nehme ich wahrscheinlich sowas hier eher. Und das Luftzelt ist, wenn ich auch mal, was weiß ich, bin in Spanien mal für 8 Wochen, fahre dann weiter nach Portugal, will es ruckzuck haben. Aber was mich wirklich flasht, sind die Größen, was ihr da mittlerweile gebaut habt. Die laufen gut, die großen Zelte? Ja, im Moment ist ein bisschen der Trend gegen größere Zelte. Ich selbst sage den Kunden halt auch immer wieder, passt auf, ihr müsst das Ganze auch einziehen und transportieren. Vielleicht lieber mal eine Größe kleiner, aber der Trend geht schon hin zu großen Zelten. Ja, auf dem Stand von Dometic Outdoor sind wir hier. Inflatable Awning heißt es auf Englisch. Und wir haben viel gelernt heute darüber mit einem richtigen Profi, der da ist. Dein Name nochmal? Philipp. Philipp, ja, ich danke dir vielmals. Ihr seid mit vielen Leuten hier. Wie ist der Zuspruch hier auf dem Salon? Sehr gut. Also die Leute sind interessiert, haben viele Fragen und ja, wir freuen uns hier zu sein. Ich denke auch, dass die ein oder andere Kaufentscheidung dann auch nochmal geändert wird, wenn man das sieht, was ihr auch macht bei Dometic. Aber wirklich, also da steckt wahrscheinlich 10 Jahre, 20, 30 Jahre Entwicklung drin. Oder? Das ist so, ja. Danke dir, Philipp. Danke dir. Tschüss.